Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Uncharted The Chief's End, den vierten Teil, und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schatz in irgendwelchen Höhlen unter der Kathedrale. Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Ja, das, da gebe ich dir recht. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Ja, wenn wir die finden. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Suchen wir einen anderen Weg. Ach ja, wunderbar. Wird schon schief gehen. Juhu. Oh, ja. Traditionell beginne ich jede Aufnahme mit einem Tod. Das musste natürlich auch sein. Ja, wäre sonst langweilig. Gott. Mann. Schon schief gehen. Schlupp, 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 schlupp. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Ja, Gott sei Dank. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Schatz. Wir haben keinen Plan. Wir hängen fest. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Und wo tun wir die hin? Ich bin jetzt gerade unschlüssig. Wo müssen wir eigentlich hin? Darüber, glaube ich. Heieieiei. Oh Gott, das wackelt hier auch schon so. Ah, warte mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das glaube ich nicht so korrekt. Oh, nein! Wir müssen uns doch anzeilen. Oh. Warte mal, wo war denn das? Da. Also, ob das jetzt so der Weg ist, ich weiß nicht. The way! Naja, wir hängen. Brücken sind eh nur Übergangslösungen. Ja, das stimmt. Ich Siehste? Weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Oh, braucht kein Mensch. Brücken wird überbewertet. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Ja, vielleicht durch. Hier. Oh Gott. Mein Gott, wie kann man sowas freiwillig tun? Wenn nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber... alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Mhm. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Toller Test. I like it. Weil die Beans das ja auch so gut kann. Oder Vorschläge? Gibt's hier was zum Fest? Nee, ne? Können wir uns da irgendwie festhängen? Ich teste. Falls ich abstürze, das war ein Test. Oh. Ich wollte mich eigentlich dranhängen. Können wir da so um die Ecke springen? War nur ein Test. Nathan! Nathan! Gut, dass er sich immer wieder aufersteht. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Hm. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, achso, vielleicht können wir da schon mal runter? Wie zum Teufel kommen wir rüber? Ach, guck mal, hier liegt jemand. Hier liegt jemand. Ach, was ist das? Lesen. April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Doubtless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landmannes mit vagen Versprechungen des Paradies. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen, um mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel.
Und ein Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des ostindischen Fahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen. Meine Crew zu feige, ein Fuß in diese gottverdammte Höhle zu setzen. Hörte meinen Hilferuf nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Ja, Junge, das war, man muss nicht jedem Ruf gleich so folgen, ne? Ja. Ruhe in Frieden. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Ja, könnte. Oh mein Gott. Jungs. Wird schon schief gehen. Ja. I think so. Oh nee. Ich hätte darüber, glaube ich, gemusst. Nathan, du hättest auf die andere Seite gemusst. Nochmal. Weil es so schön ist. Wird schon schief gehen. In die Mitte. Oder hätte ich dahin mich schwingen müssen? Nee. Nathan, halt. Das nein, das ist, geht nicht. Ja, oh, bin ich auch nein, zu niedrig. Jetzt habe ich auch festgestellt, dass ich zu niedrig bin, Bruderherz. Also nochmal. Schon schief gehen. Und jetzt? Stehen wir hier. Genießen die Aussicht. Aber da... Das geht nicht, du bist zu niedrig. Ja, hast du einen Tipp für mich? Ich drücke es runter. Los. Danke. Geschafft. Okay. Jetzt kommt er ja nicht mehr rüber. Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Cool. Ich warte einfach hier. Nein. Sieh dir all die Geräte an. Da lernt man die ganze Arbeit schätzen, wenn man in Todesfallen steckt. Zu überheblich. Ja, Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Katapultieren wir unseren Bruder jetzt mal nach oben. Ja, ja. Hey, super Sprung. Wenn das mit... Oh, Mist. Oh Gott, Nathan. So. Danke. Ein weiterer Test erledigt. Stress mich. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Fände ich auch nicht so schlecht, okay, wenn ihr es mal geschafft hättet. Die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Naja. In der Buchstaben? Nee. Oh je. Yeah. Oh, da haben wir wieder den Todesarm. So lange gewöhne ich mich nie. Würde ich jetzt auch nicht. Der nächste Rätsel incoming. Schon wieder ein Kreuz. So viel Kreuze muss man diesmal fahren. Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Da sieh ist ein genau Gleichgewicht. Hin. Ist das einzig wertvoll in dieser Höhle.
Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Schau mal, wie es jetzt alles hier erleuchtet. Wow. Da findest du deinen Schatz. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Wir müssen doch nach Madagaskar. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery, er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ja, die Karte. Ich meine Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Die Schnitzeljagd. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Oh nein. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay? Oh mein Gott. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz da, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Oh Gott, alles bricht unter dem ein. Aber wir haben keine Waffe mehr. Bruder, Herz, wir haben keine Waffe mehr. Huch, jetzt ist meine Deckung auch noch weg. Oh nee! Ja, Scheiße! Okay, ich glaube, das gehörte dazu, sonst wären wir jetzt tot gewesen. Ja, an mir zu schießen. Darf mir das da hin zu... Oh. Da hin zu springen? Oh. Ein Traum. Ja, naja. Ich weiß nicht, ob ich das noch als okay deklarieren würde. Wo bist du denn? No. Schnuppel. Raus da, ich bin Deckung. Mach ich. Ja. Oh. Ich bin so ein bisschen gestresst, ich darf nicht so... Runter von dem Ding!
Nein! Nein! Oh. Oh, nochmal! Mach ich! Darf ich diese eine Taste hier? Oh nein! Du musst mir helfen! Ja. Schön unten bleiben. Oh. Was ist der Plan? Welcher Plan? Die ganze Scheiße bricht um uns herum ein. Auf was? Wir müssen oben rum raus. Volle Idee, Bruder Herz. Los geht's. Huch! Huch! Oh, Scheiße! Nathan! Ja, Nathan hat sich nicht festgehalten. Nathan sollte sich festhalten. Bist du bereit? Mensch, Nathan. Wir müssen oben rum raus. Los geht's. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Das ist hart. Gestochen, geschlagen und es angezündet. Ja. Das stimmt. Atmen. Oh! So. Muni? Huch. Ich hab den Miet geschossen, auch gut. Was habe ich jetzt für eine blöde Waffe? Die will ich nicht. Wo ist meine Waffe hin? Wo ist meine Waffe? Jetzt hab ich so eine Schrotflinte. Oh, Leute. Diese blöde Schrotflinte wollte ich nicht. Kann ich es wechseln? Ja, danke. Schieß mal da. Oh Gott. Oh, ich bin gestorben. Nathan! Ich komm sehen. Oh, schnell weg. Au. Also mein Bruder. Ich könnte wahrscheinlich auch so Dynamit, ne? Nehmen wir mal mit. Oh, die hätte ich gerne. Danke. Ich hab sie! Nee, die Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Das dachte ich mir. Haltet durch, ich bin bald da. Machen wir. Where's the way? Hoppala! Okay, ich war jetzt nicht so schlau. Voll rein. Kann man damit so ein. Ich weiß, wie geht das hier da hinten hin? Ich bin nicht weit genug dahin, ne?
Geh mal da in Deckung. Jetzt, oder? Du gehst da nicht rein. Geschafft! Weiter! Ein Stress. Nur eine? Sehr leer. Genau. Nee, das wollte ich nicht. Ich will das Geschütz da. Ja. Rudi, ich komme. Oh Gott. Ein Stress hier. Oh, Miss Sam, Scharfschütze! Was? Oh. War's, oder? Jo. Juhu! Charonimu! Da oben sind noch mehr. Oh, ich mag ja so Sniper eigentlich voll gern, ne? Mal alle, ne? Aber es ist jetzt, glaube ich, unpraktisch für die Flucht, ne? So, ich vermute, wir müssen jetzt da, ja, mit dem Teil darüber. Juhu, oh, oh. Oh Gott, Nathan! Ja, oh Gott, Nathan, das war jetzt nicht so gut. Oh, jetzt kommen die wieder! Dann muss meine. Also bei super, bei einer super Entdeckung schießen, ne? Nee, gar nicht. Da noch einer? Nee. Hallo Muni? Okay. Auf das Gerüst! Zu welchem Wasser? Ja, lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Wo? Wie? Wo ist er denn? Da runter? Das ist schönes Wasser. Lauf weiter! Immer weiter! Oh ja. Läuft das bei dir denn immer hin? Nein! Naja, schon irgendwie. Nein, ja, ja doch, irgendwie schon. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Schade, dass wir die anderen Teile haben ja nie gespielt. Da hätten wir wieder ein Scharfschützengewehr. Oder? Nee, ist kein Scharfschützengewehr. Wo schießen die denn? Ist aber da. Guter Schuss. Von schönem Wetter erzählt? Ich sehe nichts. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Huch! Okay. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt Wasser, oder? Schwuppdiwupp. Juhu. Sam, hier runter. Shit, ich sehe sie. Vergiss die, Mann! Tschüss. Wir müssen weiter! Wo müssen wir lang? Rudi. Ah, scheiße.
Ah, da. Juhu! Oh. Ah, ich muss nachladen! Ja. Wir kommen. Oh nee. Oh nee. So. Oh. Oh. Wo die da überall stehen, ne? Ich meine ja nur. Okay. Wir haben es geschafft. Nicht schön, aber wir haben es geschafft. Das war verdammt knapp, was? Ja. Wir haben hier mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja. Vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren... Das macht ihn nicht nervös, dass eine Art das Auto, Initiation. Das Auto, das Flugzeug so komische Geräusche. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Oh, ein Megaschatz. Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lasst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Boah, sieht das schick aus, ha? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Ja, sind bloß stimmt, nicht in Malaysia. Ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, es gibt gar keine Überschwemmungen. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als... Bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Oh, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, bist du das schlecht, musst du nicht tun. Weil ich bin ja gar nicht in Malaysia. Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert.
Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, sieht schon schön aus, ne? Was sagen die Satelliten, Viktor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Oh, es sieht schön aus. Okay. Auf geht's. Aber das Auto, das sieht ja auch heiß aus. Die 12 Türme. Und? Was suchen wir hier draußen? Das werden wir das nächste Mal machen. Die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten. Ja, so. Das werden wir auf jeden Fall das nächste Mal machen. Ich bedanke mich recht herzlich für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und dann schauen wir das nächste Mal. Und wo sind wir jetzt? Madagaskar an, ne? Werden wir uns Madagaskar anschauen. Yippie! Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwelche Hinweise auf diesen Schatz finden. Wahrscheinlich werden wir überhaupt gar keinen Schatz finden. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht doch. Who knows? Auf jeden Fall. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.